Und sonst weiß ich nur, dass ich Autos mag. Ich gebe den letzten Euro her für einen Jaguar E. Ich fahr auf 57er Chevys. Ich fahr auf Golf GTI. Sieh ich ein Auto und wenn nur ein kleines, bin ich ganz happy und will gar nichts anderes mehr haben. So, wie ihr, liebe Zuseher, an diesen wunderbaren Fahrzeugen ersehen könnt, die sind zwar in unserem Besitz, aber leider nur im kleinen Format, werdet ihr in diesen Folgen des kleinen Stadtstreichers eine Menge über euch schon bekannte oder noch nicht bekannte Automobile erfahren. Ihr werdet sie sehen, leider natürlich nur in Kleinformat, aber ihr werdet hoffentlich viel Spaß dabei haben. Nicht wahr, Willi? Ja, auf jeden Fall. Das sind Autos, die was man nicht jeden Tag irgendwo sieht. Ein Trabant aus der DDR wurde aber schon 1958 produziert von den Sachsenring Motorenwerken und bis zwei Jahre nach dem Mauerfall noch immer, also bis 1991. Zweitaktmotor stinkt wie ein Teufel, dann hat er kein Blech, sondern so ein Duroplast. Darum heißt er auch im Volksmund der Plastikbomber. Übrigens hat es einen Film gegeben über den Trabi. Oder mit dem Trabi auch. Mit dem Trabi. Go, Trabi, go. So, jetzt sehen wir hinter dem Trabi einen zweiten ehemaligen DDR-Wagen. Und zwar den Wartburg. Und auch der stammte aus Eisenach. Und hieß deswegen Wartburg wegen der nahe Eisenach gelegenen gleichnamigen Burg. Der Wartburg war eigentlich nur den reicheren DDR-Bürgern und Politikern vorbehalten und wurde großteils exportiert. Eine Besonderheit des Wartburgs, eine ums Eck Heckscheibe. Normalerweise sind die Heckscheiben alle gerade. Hallo Taxi! Ja, ja. Kleiner, aber oho. Wie viele Leute möchtest du denn mitnehmen im Taxi? Zwei Stück inklusive mir. Plus Hund. Und einen Hund. Aber wird schwierig werden, platzmäßig. Der Fiat Cinquecento oder 500, hier allerdings sogar in einer rallye-tauglichen Abarth-Version, war der Nachfolger des Topolino ab 1957. Er wurde übrigens auch in England, Frankreich, dort als Simca, in Deutschland als NSU Fiat und Österreich als Buch 500 gebaut. Sehr beliebt war immer die Version mit dem Faltdach. Leistungsmäßig bei den serienmäßigen Fahrzeugen gerade mal 21 PS mit einem 0,6 Liter Ottomotor. Ich gehe mal davon aus, dieser Abarth war ein bisschen stärker. Aber mit knapp 3 Meter Länge und 500 Kilogramm Leergewicht ist der Nova 500 auf ewig das leichteste Serienauto der Welt. Kommen wir jetzt nach diesen kleinen Wegen, auch für die kleine Brieftasche, wieder zu etwas für die etwas reicheren, nämlich zur Nobelmarke Nummer 1, Ferrari. Nicht einmal ohne mein Ferrari, Vari, Pari. Ja, das singt der Reinhard Fendrich in einem seiner Lieder. Dieserjenige hier ist einer der absoluten Klassiker, der Ferrari Enzo Ferrari, benannt nach dem Mr. Ferrari. Er ist im Punkt der Höchstgeschwindigkeit der höchste jemals zugelassene Supersportwagen. Man kann damit 355 km/h fahren. Man fragt sich bloß, wo? Wo? Der Preis für einen der auf 399 Stück begrenzten Flitzer belief sich auf 700.000 Euro. Die Besonderheit des Fahrzeuges, die nach oben klappenden Türen. Der Traum jeden Ferrari-Besitzers,
Beim Willi ist er wahr geworden, wenn auch nur als Modell, ein Ferrari Testarossa. Ein Wahnsinnsgefährt. Eine Besonderheit ist hier der Motorhaubenverschluss. Stimmt das, Willi? Ja, das sind so wie so Haubenzüge von einem Traktor, in etwa. Aber es ist wirksam. Sieht schon recht rasant aus, dieser Ferrari Monza SP1. Der Mechaniker meines Vertrauens würde sagen, geht wie Hölle. Kein Wunder. Stimmt. Von 0 auf 100 in 2 Sekunden, 810 PS bei einem V12 Motor und über 300 km/h Spitze und dabei nur 1500 kg leicht. Der VW Karmann Ghia war ein echtes Breitenfahrzeug von 1955 bis 1974. 450.000 Mal verkauft. Und hat eine Besonderheit, die was fast kein Auto hat, einen Generalstromabschalter hinter dem Fahrersitz. Der Willi hat in den bisherigen Folgen gut aufgepasst. Das meistverkaufte Auto der Welt ab den 20er Jahren war der Ford T. Dann kam als Ablöse für ihn der VW Käfer. Und der wurde dann 2002 als meistverkauftes Fahrzeug abgelöst vom Golf. Also der VW Golf, den wir hier sehen, das unangefochten meistverkaufte deutsche Fahrzeug weltweit. Ja, die Firmenmarke Opel handeln wir hier anhand dieser zwei Modelle mal ganz flott ab. Rechts haben wir einen Opel Olympia Rekord. Der wurde zwischen 1953 und 1957 erzeugt und an die obere Mittelklasse verkauft. 33 Kilowatt heißt 45 PS, ergaben 122 km/h. Etwas später, ab 1962, wurde der Opel Kadett, links im Bild, erbaut. Und zwar im extra dafür errichteten Werk in Bochum. Und in der Fortfolge der Reihe Astra gibt es den Kadett eigentlich heute immer noch. Und da wurde er über 24 Millionen Mal verkauft. Und das ist annähernd an die Dimensionen heran, die der Mittelklasse-Konkurrent VW Golf erreicht. Jetzt wird's persönlich. Dieses, nämlich ein Ford Fiesta, war das erste Auto, mit dem der kleine Stadtstreicher die Wiener Straßen unsicher machte. Der Ford Fiesta, weltweit vertrieben, und zwar der erste Ford, der weltweit verkauft wurde. Sollte man nicht glauben, dass alle anderen Ford vorher nicht weltweit verkauft wurden. Zwischen 1976 und 2023, da lief im Ford-Werk Köln, nämlich der letzte Fiesta vom Band, wurden über 20 Millionen dieses Kleinwagens verkauft. Der 1 Liter Ottomotor meines ersten Fahrzeugs lieferte knappe 40 PS und beförderte mich mit maximal 132 km/h durch die Gegend. Das heißt, eine Geschwindigkeitsübertretung auf der Autobahn war damit nicht drinnen. Tja, vom Ford Fiesta, einem Alltagsfahrzeug, zu einem anderen, nämlich zum Mini Cooper. Und da muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen Schummeln jetzt drinnen, aber jetzt geht es mir um die Überleitung zu den Fahrzeugen, die in Film und Fernsehen bekannt wurden. Und wir wissen ganz genau, Mr. Bean fährt einen Mini Cooper, allerdings das Vorgängermodell dieses. Legendär, glaube ich, ist die Szene, wo Mr. Bean oben am Dach auf einem Stapel von Möbeln sitzt und mittels raffinierter Seilzüge und so weiter das Fahrzeug von oben lenkt. Der Blick unter die Motorhaube dieses Fahrzeuges zeigt uns einen guten Motor. Den brauchte man auch, wenn man ihn als Gangsterwagen verwendete. Und das wurde ja tatsächlich in vielen französischen und auch internationalen Filmen. Es handelt sich hier um einen Citroën Traction 11 CV. Hydraulische Bremsen, Einzelradaufhängung, eine selbsttragende Karosserie, Frontantrieb. Dieses Fahrzeug war
absolut eine Revolution im damaligen Automobilbau. Und Konstrukteur André Citroën ließ die Konkurrenz damit weit hinter sich. Dieser Peugeot 203 hier in der Cabrio-Version mit Stoffdach. Dieser Peugeot 203 mit Stoffdach ist der Vorgänger des 403ers. Und dieses 403er Cabrio von Peugeot war das Dienstauto von Inspektor Colombo. Der Jaguar E-Typ war von 1961 bis 1974 als Coupé oder Roadster, wie hier in der roten Variante, mit seiner langen Schnauze ein absoluter Klassiker. Unter der Motorhaube, die übrigens auch mit diesen raffinierten Riemenverschlüssen zu befestigen war, befand sich ein Motor in der Stärke von 276 PS. Und warum ist er bei den Filmfahrzeugen? In dem Film The Avengers, Serientitel der deutschen Vorlage mit Schirm, Charme und Melone, wurde er als Fahrzeug rasant in Szene gesetzt. Nein, sein Name ist nicht Bond und auch nicht James, sondern Aston Martin. Und zwar genauer Aston Martin DB5. Allerdings bekannt wurde dieser rasante Wagen durch die James-Bond-Filme mit Sean Connery. Der Motor, ein 4 Liter Ottomotor, leistete 320 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von 229 km/h. Diese hohe Geschwindigkeit fuhr natürlich selbst James Bond in seinem goldfarbenen Aston Martin in den Filmen nie aus. Kommen wir nach diesen Serienfahrzeugen, die Filmrollen gespielt haben, nun zu eher erfundenen Filmfahrzeugen, wie zum Beispiel diesem Ektor 1 aus der Filmreihe Ghostbusters. Allerdings hat auch dieser Wagen einen realen Hintergrund, nämlich das Fahrgestell eines Cadillac Professional. Die Optik eines Leichenwagens mit dem Design eines Krankenwagens ist natürlich sehr bald Kult geworden. Auch das Batmobile aus der Fernsehserie aus den 60er, 70er Jahren hat tatsächlich ein realistisches Vorbild, nämlich einen Ford Lincoln Futura, der etwa ein Jahrzehnt früher gebaut wurde. Die Karosserie des Filmautos wurde allerdings von Ghia in Italien entworfen. Und schon fährt er ab. Jetzt nimmt man der Bachmeier-Wille das Auto aus dem Bild aus. Aber bitte, machen wir gleich weiter. Es handelt sich hierbei um einen DeLorean. Im Moment durch Willis Hände verdeckt, aber er wird bald wieder auf einem gewohnten Platz stehen, jetzt mit Hund verziert. Am besten du parkst ihn wieder auf der grünen Abstellfläche, Willi. Okay. Da ist er sicherer. So, und jetzt nehmen wir dieses Fahrzeug mal näher in Augenschein. DeLorean, bekannt geworden aus der Filmtrilogie Back to Future oder auch Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox. Aber wenige wissen, dass es dieses Fahrzeug tatsächlich gibt. Es gibt einen DeLorean, und zwar der DeLorean DMC 12. Und das ist das einzige Fahrzeug, das einzige Modell, das die nordirische DeLorean Motor Company 1981, 82 und überhaupt jemals gebaut hat. Kommen wir nun zu einigen Rennmaschinen, obwohl ja im Laufe der Sendungen schon einige dabei waren. Hier haben wir einen Shelby Cobra AC 427. Der wurde von den AC Cars Limited natürlich fast nur für den Rennsport gebaut. Höchstgeschwindigkeit 240 km/h. Sieht aus wie ein normales Auto, ist es auch, war es auch in guten Verkaufszahlen. Der Renault 8 Guardini, allerdings fuhr dieser Renault 8 Guardini auch in der Rallye Monte Carlo. Ja, und diese Szene könnte aus einem Grand Prix der Formel 1 1977 entstanden sein. Links sehen wir den sechsrädrigen Tyrrell von Jody Scheckter, auch als Six-Wheeler bekannt,
Und rechts sehen wir Niki Lauda im Ferrari 312 T2. Der Ferrari hat übrigens einen V12 Motor mit fast 3 Liter Hubraum und setzte bei 12.200 Umdrehungen pro Minute 500 PS mit einer Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h um. Niki Lauda gewann mit dem Ferrari zweimal den Weltmeistertitel, nämlich 1976 trotz Pause nach dem Feuerunfall am Nürburgring, im Finale in Fuji gegen James Hunt und wiederholte dieses Kunstwerk 1977 noch einmal. Und hier sehen wir einen Ferrari von unten mit dem sogenannten Zündfolgekrümmer, der die Leistung erhöht um ein Mehrfaches. Wille, mit welchem Auto war Michael Schumacher am erfolgreichsten? Ferrari. Korrekt. Aber immerhin erfuhr auch mal Mercedes vor der Ferrari-Zeit und vor seiner Formel 1-Karriere fuhr er 1990 mit einem solchen Mercedes 190 Evo 2 einige deutsche Tourenwagenrennen. Und vom Typ Evo 2 für den Straßenverkehr baute Mercedes übrigens nur 250 Stück. Und mit diesem kleinen Potpourri an Fahrzeugen, die wir auch in der Sendung hatten, verabschieden sich der Willi mit dem Hund Phoebe und der kleine Stadtstreicher und wünschen noch viel Spaß viel Vergnügen bei den nächsten Folgen des kleinen Stadtstreichers.